Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, das dem Thema Do's and Don'ts bei der Gestaltung von Schiedsklauseln in internationalen Verträgen gewidmet ist. Zunächst ein wichtiger Hinweis. Die Präsentation sowie die Aufzeichnung dieses Webinars werden im Nachgang per Mail an alle Teilnehmer versandt und sind auch online jederzeit über die Webseite www.gtai.de/webinare abrufbar. Nun möchte ich mich und die heutigen Referenten zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Nadine Bauer und ich bin Managerin im Bereich ausländisches Wirtschaftsrecht. Ich werde Sie heute durch dieses Webinar führen. Kommen wir zu unserem ersten Referenten. James Mentz ist Senior Litigation Expert im Bereich Global Litigation der Bombardier Transportation GmbH mit Hauptsitz in Berlin. Die Abteilung verantwortet die weltweit streitigen Verfahren des Konzerns. Nach seinem Studium an der George Washington University war James Mentz langjährig in internationalen Großkanzleien in New York und Zürich in den Bereichen Schiedsverfahren, internationale Prozessführung, kartellrechtliche Fusionskontrolle und Antitrust Class Actions tätig. Er trat regelmäßig vor internationalen Schiedsgerichten und staatlichen Gerichten auf. Inhaltliche Schwerpunkte lagen hierbei in den Bereichen internationaler Handel, Kauf- und Distributionsverträge, Anlagen- und Maschinenbau, Infrastruktur sowie Biotech und Pharma. Von 2016 bis 2018 war James Mentz als stellvertretender Generalsekretär und Leiter Case Management der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit DIS für die Betreuung von Hunderten von Schieds- und ADR-Verfahren verantwortlich und als Mitglied des Redaktionsausschusses maßgeblich an der Ausarbeitung der 2018 DIS-Schiedsgerichtsordnung beteiligt. James Mentz ist als Schiedsrichter in internationalen Schiedsverfahren tätig, referiert regelmäßig auf internationalen Konferenzen und ist Autor einer Reihe von Veröffentlichungen. Er ist Vorstandsmitglied der Schweizerischen Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit ASA, Fachbeirat des Online-Magazins Dispute Resolution und wird 2018 in der Rangliste Future Leaders Arbitration von Who's Who Legal unter den Top 10 im Segment Non-Partners Europe geführt. Zudem wird Herr Dimitri Marenkov zu der Gestaltung von Schiedsklauseln referieren. Herr Marenkov hat Jura in Köln, London und Dundee studiert. Er ist Senior Manager im Bereich ausländisches Wirtschaftsrecht bei Germany Trade and Invest am Standort Bonn und er ist Mitglied des Chartered Institute of Arbitrators in London. Seine thematischen Schwerpunkte sind das internationale Wirtschaftsrecht mit besonderem Schwerpunkt auf Mittel- und Osteuropa, Russland bzw. GOS sowie die Streitbeilegung im internationalen Wirtschaftsverkehr, vor allem die internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Er ist Autor zahlreicher Publikationen auf diesem Gebiet und tritt regelmäßig als Referent auf Seminaren und Konferenzen auf. Nur noch eine kurze Vorstellung von Germany Trade and Invest oder kurz GTAI. GTAI ist die zentrale Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing der Bundesrepublik Deutschland. Wir informieren einerseits über Auslandsmärkte weltweit, werben andererseits für den Wirtschaftsstandort Deutschland und begleiten ausländische Unternehmen bei der Ansiedlung in Deutschland. Im Bereich ausländisches Wirtschaftsrecht informieren wir deutsche Unternehmen, die bereits im Ausland geschäftlich aktiv sind oder gerne aktiv werden möchten, über das dort anwendbare Recht. Das Themenspektrum ist hierbei sehr breit gefächert, vom Gesellschaftsrecht über Steuer bis hin zum Zivilrecht des jeweiligen Landes. Neben den beiden Standorten Bonn und Berlin verfügen wir über ein Korrespondentennetzwerk an über 50 Standorten weltweit. Die vielfältigen Informationen von GTAI sind kostenfrei erhältlich über das Internet, über Broschüren und Zeitschriften sowie unsere E-Mail-Dienste. Aus aktuellem Anlass möchte ich auch auf unsere Corona-Sonderseite hinweisen. Dort bündeln wir Informationen zu den wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Viruserkrankung. Neben Rechts- und Zollinformationen berichten unsere Auslandskorrespondenten über die jeweilige Lage vor Ort. Das entsprechende Informationsangebot bauen wir stetig aus. Sollten sich während des Webinars Fragen ergeben, so können Sie diese gerne jederzeit über die Chatfunktion am rechten Bildschirmrand stellen. Unsere Referenten werden diese dann am Ende des Webinars beantworten. Nun übergebe ich an Herrn Marenkov und wünsche viel Freude bei dem heutigen Webinar. Ich möchte gerne meinen Bildschirm übertragen. Ja.
Vielen Dank, Frau Bauer, für die freundliche Vorstellung. Ich begrüße Sie zu unserem Webinar. Ich bin heute aus Bonn zugeschaltet. Wir möchten Ihnen heute im Rahmen des Webinars folgende Themen anbieten. Zunächst einmal kommen wir zu der Vorstellung der Umfrageergebnisse zur Verwendung von Schiedsklauseln in internationalen Verträgen und dann auch einige Tipps aus unserer Sicht geben zum Zeitpunkt des Abschlusses einer Schiedsvereinbarung zu wesentlichen Inhalten, zu möglichen Fehlerquellen, aber auch zur Verbindung von Schiedsgerichtsbarkeit und anderen alternativen Streitbeilegungsmethoden, ADR, und auch einige misslungene Klauseln aus unserer Praxis präsentieren. Zunächst ein paar Worte zu der Umfrage. Teilgenommen haben 113 Teilnehmer, hauptsächlich Unternehmensjuristen und Wirtschaftsanwälte, vor allem aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz. An dieser Stelle möchten wir Ihnen nur eine kurze Zusammenfassung anbieten und gehen nachher auf den nachfolgenden Folien ins Detail. Zum Hintergrund. Wie Sie wahrscheinlich wissen, hat das Queen Mary College der University of London seit 2006 einige Umfragen auf diesem Gebiet durchgeführt, circa 10. Ich habe sie auch in vorherigen Webinaren bereits zitiert. Meines Erachtens haben diese Umfragen aber einen, ich sag mal, angelsächsischen Charakter und der deutschsprachige Raum wird dort kaum berücksichtigt oder erwähnt. Deswegen haben wir uns überlegt, eine ähnliche Untersuchung für den deutschsprachigen Raum durchzuführen. Die Fragen, die wir formuliert haben, stammen von den beiden Referenten vom heutigen Tage, also James Mentz und mir. Wir möchten uns bei allen bedanken, die an der Umfrage teilgenommen haben und sich die entsprechende Zeit genommen haben. Bei einigen Fragen hätte man möglicherweise auch kommt drauf an, antworten können. Nichtsdestotrotz lassen sich gewisse Tendenzen und Präferenzen ableiten. Ich freue mich ganz besonders, dass wir für das heutige Webinar James Mentz gewinnen konnten. Seine Expertise ist deswegen so wertvoll, weil er sowohl als Rechtsanwalt als auch als Schiedsrichter, als auch als Vertreter einer Schiedsinstitution und jetzt als Unternehmensjurist Schiedsklauseln und Schiedsverfahren damit aus verschiedenen Blickwinkeln erlebt und mitgestaltet hat. Ich freue mich sehr über seine Teilnahme. Also wie Sie auf dieser Folie bereits sehen, hat die Umfrage festgestellt, dass über die Hälfte der Befragten für Verträge mit Geschäftspartnern aus dem EU-Ausland einen Gerichtsstand in Deutschland präferiert. Im Geschäftsverkehr mit Nicht-EU-Ausland sieht es anders aus. Hier haben sich über 80% der Umfrageteilnehmer für eine Schiedsklausel ausgesprochen. Der Hauptgrund dafür ist die Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen und auch die Konsensfähigkeit bei internationalen Vertragsverhandlungen. James, ich übergebe an dich. Vielen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst ein Dankeschön an GTAI für die Einladung, dieses Webinar mitgestalten zu dürfen. Es macht mir nicht nur deswegen eine Freude, weil das zu meinem täglichen Brot- und Buttergeschäft gehört, sondern weil ich vor 2 Jahren schon in den Genuss eines dieses Webinars kam, damals noch in meiner Funktion bei der DIS, auch in Verbindung mit Herrn Marenkov bzw. Dimitri. Und ich bin immer wieder beeindruckt von der Teilnehmer, der Anmeldezahl. Das Format hat natürlich jetzt in diesen Zeiten nochmal eine Attraktivität gewonnen. Ich nehme an, viele von Ihnen sind noch zu Hause und ich hoffe, Sie haben sich einen Kaffee gemacht und können hier interessiert, engagiert zuhören und dann auch mitgestalten durch Fragen und Antworten. Ein weiterer Grund für die vielleicht hohe Teilnehmerzahl ist auch die Tatsache, dass durch Corona sicher Vertragsstreitigkeiten zumindest mittelfristig zunehmen werden. Ob das dann alles Schiedsverfahren werden, sei dahingestellt, aber sich über diese Thematik nochmal zu informieren, kann sicher jetzt in dieser Zeit nicht schaden. Aber gehen wir doch gleich in die Thematik. Wir haben ungefähr 75 Minuten. Wir wollen es versuchen, vorher schon zu beenden, damit wir eben noch Fragen beantworten können. Und werden deswegen hier relativ zügig durch die Folien gehen. Diese Umfrage fand ich sehr, sehr interessant, denn es hat doch einige zwar vielleicht erwartete, aber eben auch einige neuere, unerwartete Antworten produziert. Bei den Schiedsinstitutionen waren ICC und DIS führend. Das ist vielleicht für den deutschen Empfängerkreis nicht so unerwartet.
Bei der Wahl der Schiedsinstitution waren Bekanntheitsgrad, Ansehen, aber eben auch der Gleichlauf von dieser Trifecta, also Institution, Schiedsort und anwendbares Recht wichtig. Als Schiedsorte sind Deutschland und die Schweiz sehr beliebt. Das war, glaube ich, auch zu erwarten. Bei der Wahl des Schiedsorts zum Beispiel sind die logistischen Aspekte ebenfalls sehr wichtig. Nicht nur das Schiedsrecht, das ist auch etwas, darüber kommen wir gleich nochmal zu sprechen, was mich jetzt etwas überrascht hat. Und das ist immer die Gretchenfrage. Immerhin 67% der Befragten glauben, dass Schiedsverfahren schneller sind als internationale Gerichtsverfahren, aber auch eine große Mehrheit, dass sie eben auch, oder eine große Minderheit, sagen wir so 42%, dass sie auch teurer sind. Dimitri, nächste Folie bitte. Jetzt kommen wir hier auf die grafische. Ja, bitte. Ja, genau. Also hier ein Blick, ein detaillierterer Blick auf den Zeit- und Kostenfaktor. Die Ergebnisse sind wie folgt ausgefallen. Immerhin knapp 70% der Befragten sagen, dass Schiedsverfahren schneller sind. Man hört häufiger, insbesondere in letzter Zeit, dass Schiedsverfahren aufwendig, teuer, lange geworden sind. Jedenfalls in unserer Umfrage sprechen sich Unternehmensjuristen und Rechtsanwälte etwas anders aus. Also wie Sie sehen, circa 29% haben angegeben, dass sie dafür zu wenig Erfahrung haben, um dies zu beurteilen. Und fast alle anderen sagen, dass Schiedsverfahren schneller sind. Finde ich ein interessantes Ergebnis. Immerhin ist auch ein Viertel der Meinung, dass Schiedsverfahren sowohl billiger als auch schneller sind. James, stimmt das auch mit deiner Erfahrung überein? Ja, also hier, das ist eine der Fragen, in der Tat, einige der Fragen bieten sich an für die Antwort. Es kommt darauf an, beziehungsweise sowohl das eine als auch das andere. Ich habe hier schneller, aber teurer geantwortet. Ich glaube, für Europa ist das grundsätzlich richtig, also für Kontinentaleuropa, wahrscheinlich auch für Afrika, jedenfalls da, wo ich Erfahrung habe, und Asien. Für Amerika ist es möglicherweise, unter der englischsprachigen Raum ist es möglicherweise etwas anders. Da könnte man vielleicht auch davon reden, dass Schiedsverfahren billiger und schneller sind. Ich denke hier natürlich an den Aspekt Discovery. Also eine etwas vielschichtige Frage, aber grundsätzlich bin ich hier mit der Mehrheit einverstanden. Ja, hier kommen wir jetzt zu den Gründen für die Vereinbarung. Warum sprechen wir heute eigentlich über das Thema? Warum wählen Unternehmen Schiedsgerichtsbarkeit? Ich muss dazu sagen, unser Unternehmen tut es regelmäßig, auch aus vielen der Gründen, die hier angeführt worden sind. Da womöglich, das ist leider eben auch nicht immer möglich, darauf kommen wir zu sprechen. Die Vollstreckbarkeit fand ich interessant, dass das an erster Stelle steht. Das ist sicherlich relevant. In der Praxis und vielleicht weil eben die Vollstreckbarkeit so einfach ist, dank des New Yorker Übereinkommens, werden doch viele Schiedsbrüche freiwillig befolgt, sodass in der Praxis andere Faktoren, etwa die Konsensfähigkeit, aber auch die Vertraulichkeit und die Wahl der Schiedsrichter sehr, sehr wichtig sind. Und zur Konsensfähigkeit, also dem zweiten Punkt, der hier erwähnt wird, gehört natürlich auch dazu, dass wir grundsätzlich nicht in den Gerichtsstand der Gegenpartei möchten, jedenfalls nicht bei Cross-Border-Verträgen, und umgekehrt gilt das Gleiche. Und deswegen hat sich ja auch die Schiedsgerichtsbarkeit seit den 90er Jahren so rasant entwickelt. Interessant, was noch erwähnt wird, nämlich die Möglichkeit der Wahl der Verfahrenssprache. Das ist ebenfalls sehr, sehr zentral, denn Englisch hat sich da einfach etabliert in der Schiedsgerichtsbarkeit. Ich will auch nochmal auf die Wahl der Schiedsrichter zurückkommen. Das ist letztlich auch ein ganz, ganz zentrales Argument, wahrscheinlich sogar für mich sogar fast das zweite, noch vor der Vertraulichkeit. Weil im Gegensatz zu der staatlichen Gerichtsbarkeit man zumindest einen Einfluss ausüben kann auf das Panel und die Leute mit der entsprechenden Erfahrung, Expertise benennen kann. Dimitri? Ja, ich habe mir auch die letzte Umfrage des Queen Mary College aus 2018 angeschaut. Da ist die Vollstreckbarkeit von Schiedssprüchen, wird auch als Grund Nummer eins für die Verwendung von Schiedsklauseln genannt, dort mit einem Ergebnis von 64%. Es ist, glaube ich, einfach diese Wirkung, die globale Wirkung des New Yorker Übereinkommens mit seinen 163 Mitgliedstaaten,
was quasi die globale Vollstreckbarkeit von Schiedsprüchen garantiert oder zumindest ein Instrumentarium dafür bietet, was es für Gerichtsurteile bekanntlich nicht gibt. Beim zweiten Punkt Konsensfähigkeit musste ich an ein Gespräch denken, was ich mit einem Kollegen geführt habe, der am Tunnelbau unterm Ärmelkanal, also zwischen England und Frankreich, beteiligt war. Da hat er auch gesagt, wir sind zwar in der EU, also zumindest zum damaligen Zeitpunkt, aber die englische Seite wollte sich nicht mit einem Gerichtsstand in Frankreich einverstanden erklären und umgekehrt, sodass man auch innerhalb der EU ein Schiedsgericht als einfach eine Kompromisslösung, als neutrales Forum ansieht. Interessant finde ich, dass die Vertraulichkeit, die Möglichkeit der Wahl der Schiedsrichter und der Verfahrenssprache sehr nah beieinander ist, also fast identisch wichtig aus Ihrer Sicht. Hier taucht auch allerdings im unteren Drittel der Zeit- und Kostenfaktor auf, wie Sie sehen, kürzere Dauer, immerhin fast 23% und auch niedrigere Kosten aus der Sicht von 12% der Befragten. Ich möchte noch kurz eingehen auf das flexible Verfahren. Immerhin auch fast 23%. Hier insbesondere in heutigen Zeiten, Corona-Krise, kann so eine Videoverhandlung auch hilfreich sein und Schiedsverfahren gehen damit bekanntlich viel flexibler um als staatliche Gerichte. Ja, jetzt noch ganz kurz, es wurden natürlich noch viele andere Faktoren genannt für die Vereinbarung von Schiedsklauseln. Hier fand ich noch interessant, dass man die Antwort Vermeidung von möglichen Verfahrensnachteilen, vor allem wenn der Streitgegner eine staatliche Institution ist, das ist schon so, selbst ganz ehrlich in Staaten, in denen die staatliche Gerichtsbarkeit grundsätzlich zuverlässig ist, ist natürlich bei staatlichen Vertragsparteien vielleicht nochmal zusätzliche Vorsicht oder zusätzliche Fragezeichen angebracht, ob ein staatliches Gericht wirklich immer vollkommen unabhängig entscheiden würde. Insofern spricht auch das in diesen Konstellationen mitunter für die Schiedsgerichtsbarkeit. Durch die Vereinbarung einer Schiedsklausel kann man dem Geschäftspartner zuvorkommen, wenn er keine hat, fand ich auch interessant. Es ist tatsächlich so, dass sich zwar dieses Instrument eingebürgert hat, aber es ist vielleicht immer noch nicht überall auf der Welt jedenfalls so selbstverständlich. Und man kann wirklich, finde ich jedenfalls, die Entwicklung einer Volkswirtschaft und auch die Offenheit einer Volkswirtschaft an der Einstellung zur Schiedsgerichtsbarkeit relativ gut ab. lesen. Das heißt, je marktwirtschaftlicher und liberaler, desto schiedsfreundlicher ist dann letztlich auch die jeweilige Jurisdiktion. Hier noch ganz kurz zu dem bevorzugten Streitbeilegungsregelung. Das fand ich noch interessant. Im EU-Ausland bevorzugt doch eine Mehrheit immerhin den von 51-prozentigen Gerichtsstand in Deutschland. Das ist ein Votum für den Gerichtsstand, für die deutschen Gerichte, ein Vertrauensvotum. Dem kann ich mich grundsätzlich eigentlich auch anschließen, nach unserer Erfahrung. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung, aber das ist doch ein positives Votum. Trotzdem ist die Schiedsklausel auch hier ein sehr beliebtes Instrument. Was mich doch überrascht hat, war die sehr geringe Votum für Gerichtsstand in einem Drittstaat, aber auch Gerichtsstand im Sitz des Geschäftspartners im EU-Ausland. Das kann man vielleicht noch verstehen, dass man da ein Homecourt-Advantage nicht möchte. Aber in einem Drittstaat, und damit waren, das haben wir vielleicht nicht ganz klar gemacht, natürlich auch EU-Drittstaaten gemeint, ist sehr, sehr gering. Es gibt ja einen Trend, dass sich Handelsgerichte versuchen zu etablieren und zu spezialisieren auf internationale Vertragsstreitigkeiten, die keinen direkten Bezug haben zu dem jeweiligen Forumstaat. Diese Umfrage suggeriert, dass das vielleicht nicht sehr attraktiv ist für Unternehmen. Vielleicht kann man das ein bisschen jedenfalls herauslesen. Dimitri? Ja, ich empfand dieses Ergebnis auch etwas überraschend, diese hohe Präferenz für den Gerichtsstand in Deutschland. Gleichzeitig ist das auch kein haushoher Sieg für die staatlichen Gerichte, denn wenn man die zweite und die dritte Position zusammennimmt, dann sind es auch relativ circa 46%, also fast eine 50-50-Antwort, ein knapper Sieg für die Gerichte. Hier habe ich überlegt, die Frage lautete ja die bevorzugte Streitbeilegungsregelung. Also nicht immer lässt sich das dann auch in Vertragsverhandlungen tatsächlich umsetzen. Dann dachte ich, okay, was könnte der Hintergrund sein? Nach der EuGVVO ist ja ein Vollstreckbarkeitserklärungsverfahren innerhalb der EU weggefallen. Bei einem Schiedsspruch müssen Sie immer noch, falls die Gegenpartei den Schiedsspruch nicht freiwillig erfüllt,
dann ein Exekutorverfahren am Vollstreckungsort durchführen. Vielleicht spielt das eine Rolle. Möglicherweise habe ich mir auch überlegt, der Gedanke, dass bei Klageerhebung vor einem Schiedsgericht ja der Kläger einen Kostenvorschuss leisten muss und wenn die Beklagtenseite nicht mitzieht, dann auch den anderen Anteil für die Beklagtenseite. Je nach Streitwert kann es sich relativ schnell um einen fünfstelligen Betrag handeln, was für ein Großunternehmen jetzt kein Grund ist, davon seine Entscheidungen abhängig zu machen, mag für ein kleines oder mittleres Unternehmen schon ein Faktor sein. Und hier eine Folie zu den bevorzugten Streitbeilegungsregelungen im Geschäftsverkehr mit Nicht-EU-Ausland. Hier fällt das Votum eindeutiger aus. Über 80% präferieren hier eine Schiedsklausel, entweder als reine Schiedsklausel oder als eine Eskalationsklausel oder mehrstufige Streitbeilegungsklausel. Also die beiden Positionen, die erste und zweite addiert, sind 82%. Hier spielt wahrscheinlich auch die Vollstreckbarkeit hauptsächlich eine Rolle, weil außerhalb der EU das mit Gerichtsurteilen nicht immer funktioniert. Dieser Vorteil könnte sich relativieren, wenn die Haager Übereinkommen hinsichtlich Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Gerichtsurteilen demnächst funktionieren und vor allen Dingen viele Vertragsstaaten dann auch als haben. Bei den 16%, die einen Gerichtsstand in Deutschland präferieren, dachte ich, entweder haben sich die entsprechenden Parteien nicht mit den Vollstreckungsmöglichkeiten von deutschen Gerichtsurteilen befasst, und zwar Vollstreckbarkeit im Ausland, oder aber man ist hauptsächlich in den Ländern aktiv, in denen die Vollstreckung von deutschen Gerichtsentscheidungen unproblematisch ist, zum Beispiel die Schweiz. Was fällt dir dazu ein, James? Ich kann da eigentlich wenig hinzufügen. Ich glaube, du hast alles erwähnt. Hier spielen die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit eine große Rolle in meinen Gesprächen. Zu diesen Zeiten mit deutschen Unternehmen war das auch immer wieder der Tenor, dass es im Nicht-EU-Ausland in diesen Verträgen halt besonders attraktiv ist und besonders relevant. Besonders die Unabhängigkeit der Schiedsgerichte, das heißt das Misstrauen gegenüber dem Gerichtsstand im Ausland, spielte viel stärker rein, aber eben auch die Konsensfähigkeit und die Vertraulichkeit. Ja. So, jetzt kurz zur Terminologie. Die ZPO unterscheidet zwischen einer Schiedsvereinbarung und zu einer Schiedsabrede und einer Schiedsklausel. Dieselbe Unterscheidung wird international getroffen. Eine Schiedsvereinbarung ist eine vertragliche Bestimmung, die alle oder einzelne Streitigkeiten zwischen den Parteien in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis der Entscheidung durch ein Schiedsgericht unterwerfen, unter Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit, sollte man hinzufügen. Eine klare Derogation von staatlichem Gericht ohne Vertragsbestimmung gibt es auch kein Schiedsverfahren. Das ist, glaube ich, die wesentliche Schlussfolgerung. Und diese Vereinbarung kann, wie gesagt, in der Form einer selbstständigen Schiedsabrede oder in Form einer Klausel in einem Vertrag geschlossen werden. Und ganz dominant heutzutage sind die Klauseln in einem Vertrag. Das heißt, zum Beispiel mit dem Projektabschluss oder mit dem Vertragsabschluss wird dann auch die Schiedsklausel abgeschlossen, die sich dann auf den Konflikt bezieht, der meistens, jedenfalls statistisch gesehen, 2, 3, 4 Jahre später ausbricht, wenn einer ausbricht. Große Mehrheit der Verträge betrifft das natürlich nicht. Die Schiedsabrede bedeutet einfach, dass man auch, wenn man keine Schiedsklausel im Vertrag aufgenommen hat, im Nachhinein nach Konfliktausbruch sich auf ein Schiedsverfahren einigen kann. Und zu diesem Thema, nämlich die Konfliktlösungsklausel nochmal zu überprüfen, wenn der Konflikt ausgebrochen ist. Auf das kommen wir nachher nochmal zurück. Dimitri? Ja, also was sind die Wirkungen einer Schiedsvereinbarung? Hauptsächlich ist das der Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit, wie von James bereits erwähnt, und die Entstehung einer prozessualen Einrede. Es handelt sich um eine Einrede, die also aktiv von einer der Parteien geltend gemacht werden muss, wird also nicht von Amts wegen berücksichtigt. Eine entsprechende Vorschrift findet sich im nationalen Schiedsverfahrensrecht, zum Beispiel § 1032 der deutschen ZPO, aber auch
Sie sehen auch eine entsprechende Regelung im New Yorker Übereinkommen mit seinen 163 Mitgliedstaaten. Wenn also eine Partei Abrede widrig vor einem staatlichen Gericht klagt, muss die andere Partei die Einrede Schiedsvereinbarung erheben und damit quasi die Unzuständigkeit des staatlichen Gerichts rügen. Nun, in welchen Phasen oder wann ist ein möglicher Fehler in einer Schiedsvereinbarung von Relevanz? Eine fehlerhafte Schiedsvereinbarung ist ein Risiko für die Durchführung des Schiedsverfahrens, aber auch für die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs. Denn wenn eine Schiedsvereinbarung fehlerhaft oder unwirksam ist, dann wird das Schiedsgericht seine Zuständigkeit ablehnen und dann bleiben Sie mit der Option, Ihre Ansprüche am Sitz des ausländischen Geschäftspartners geltend zu machen, und zwar vor dem staatlichen Gericht in diesen Ländern. Das ist im Zweifel genau das, was Sie vermeiden wollten, als Sie die Schiedsklausel ausgehandelt haben. Und dann haben Sie ein Auswärtsspiel vor ausländischen Gerichten, zum Beispiel in China oder in Russland, ist sicherlich kein Wunschszenario eines deutschen Unternehmens. Dann eine andere Konstellation, wenn die Schiedsvereinbarung unwirksam ist, dann können Sie vor einem staatlichen Gericht von Ihrem Geschäftspartner verklagt werden. Dann funktioniert die Schiedseinrede nicht. Weitere Risiken sind, dass ein Schiedsspruch, der vielleicht nach einem, zwei oder drei Jahren der Dauer des Schiedsverfahrens zustande gekommen ist, am Schiedsort auf Antrag einer Partei aufgehoben wird, weil eben die Schiedsvereinbarung als unwirksam angesehen wird, oder aber die Vollstreckbarkeit wird abgelehnt aus demselben Grunde. Nun, was ist die Natur der Schiedsvereinbarung? Die herrschende Meinung sagt, es ist ein materieller rechtlicher Vertrag über einen prozessrechtlichen Gegenstand. Es werden auch viele andere Ansichten in der Literatur vertreten. Am Ende des Tages hat das kaum eine Auswirkung in der Praxis. Wichtig ist, dass der Hauptvertrag und die Schiedsvereinbarung strikt voneinander zu trennen sind. Es gilt also das sogenannte Concept of Separability oder Doctrine of Autonomy of the Arbitration Clause, heißt, dass die Unwirksamkeit, eine mögliche Unwirksamkeit des Hauptvertrages, die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung nicht automatisch betrifft und umgekehrt. Welches Recht ist auf die Schiedsvereinbarung anwendbar? Nun, hier gibt es verschiedene Herangehensweisen. In den allermeisten Rechtsordnungen wird angenommen, dass das Recht am Schiedsort für die Wirksamkeit und das Zustandekommen der Schiedsklausel heranzuziehen ist. Das wird dann auch vom Wortlaut im Artikel 5 des New Yorker Übereinkommens gestützt. Teilweise wird angenommen, dass eine Rechtswahl, also hinsichtlich des Hauptvertrages, sich auch auf die Schiedsklausel erstreckt, angesichts der Gesamtbetrachtung. Interessant finde ich den Schweizer Approach, Herangehensweise. Da lautet Artikel 178 des IPR-Gesetzes, die Schiedsvereinbarung ist gültig, wenn sie dem von den Parteien gewählten, dem auf die Streitsache, insbesondere dem auf den Hauptvertrag anwendbaren oder dem schweizerischen Recht entspricht. Also man kombiniert da verschiedene Herangehensweisen und verhilft dadurch der Schiedsvereinbarung in den meisten Fällen zur Wirksamkeit. Wann sollte man eine Schiedsvereinbarung abschließen? Nun, grundsätzlich ist auch eine, wie James Mans bereits erwähnt hat, auch eine nachträgliche Abschluss möglich, das heißt nach Vertragsabschluss. Allerdings ist das in der Praxis häufig schwierig, nachdem eine Streitigkeit ausgebrochen ist, da noch sich auf irgendetwas zu verständigen mit der Gegenseite. In der Literatur findet man häufig die Bezeichnung Midnight Clause, also Mitternachtsklausel, soll zum Ausdruck bringen, dass die Streitbeilegungsklausel ganz am Ende verhandelt wird, zur späten Stunde, nachdem man sich über das Kaufmännische geeinigt hat. Und da möchte ich die Frage an James Mans als Praktiker weiterleiten, die Frage adressieren. Ist es so? Kannst du das bestätigen oder widerlegen? Ja, danke, Dimitri. Jein. Also wenn damit gemeint ist, dass die Klausel erst sehr spät in Vertragsverhandlungen oder zu später Stunde verhandelt wird, dann würde ich eher sagen, ist das nicht ganz richtig.
Wenn damit gemeint ist, dass man die Klausel mit der Aufmerksamkeit verhandelt, die man um Mitternacht typischerweise, also die Aufmerksamkeitsspanne, die man typischerweise hätte, dann kann ich das schon eher bestätigen. Das heißt, und dazu möchte ich jetzt auch noch weiter ausführen, nach meiner Erfahrung spielt eine ganze Rolle von Faktoren, spielen da rein in die Streitbeilegungsklausel. Und wenn ich kurz auf die nächste Folie gehen kann, die maßgeblich sind verschiedene Aspekte. Einen haben wir auch abgefragt in der Umfrage. Also zum einen mal haben die beteiligten Unternehmen Richtlinien dazu oder auch standardisierte Vertragsbestandteile. Und dazu zählen nicht nur solche Vertragsbestandteile, die man sozusagen jedes regelmäßig aktualisiert, sondern auch solche, die man nicht regelmäßig aktualisiert. Das heißt, es wird einfach aus dem Schrank irgendwie genommen. Und wenn die Antwort ja lautet, dann ist die Klausel einfach schon im Vertrag. Und manchmal wird sie dann eben auch nicht weiter beachtet. Das ist ein Erfahrungswert. Der zweite maßgebliche Faktor ist die Rolle der Rechtsabteilung. Das heißt, inwieweit wird der Vertrag intensiv von der Rechtsabteilung mitbegleitet und eben auch diese Klausel. Je intensiver, desto mehr schaut man dann auch auf diese Streitbeilegungsklausel. Dazu zählt aber auch spezialisiertes Wissen oder Erfahrung. Also Unternehmen, die gebannte Kinder sind oder eben relativ häufig sich vor Schiedsgerichten wiederfinden oder zumindest so Vertragsstreitigkeiten haben, die werden natürlich mehr auf solche Klauseln achten als solche, die bisher in Anführungsstrichen Glück gehabt haben und noch kein Schiedsverfahren durchlaufen haben. Richtig relevant und sehr wichtig, jedenfalls für viele, manche Betriebe, sind aber auch einfach Vorgaben und Policies seitens der Kunden. Das mag besonders bei staatlichen und staatsnahen Vertragsparteien mag es relativ unverhandelbare Vorgaben geben, an die man sich entweder halten kann oder man ist aus dem Tender draußen. Und damit kommen wir zum Verhandlungsmacht. Bei verhandlungsmächtigen Gegenparteien ist es natürlich genauso, wenn die irgendetwas besonders wollen und das ist das sine qua non, dann wird über die Klausel auch nicht weiter geredet. Was auch noch wichtig ist, ist nach meiner Erfahrung der Unterschied zwischen Bauchgefühl und informierten Entscheidungen. Das heißt, das spielt gerade bei der Wahl des Schiedsorts und bei der Schiedsinstitution so eine Rolle. Dort wird eben oft so ein bisschen nach, wie gesagt, nach Bauchgefühl entschieden, was könnte gut sein, was hat einen guten Ruf und vielleicht etwas weniger nach speziellen objektivierbaren Kriterien, welche Institution, welcher Ort, welche Regeln, welche Lösung jetzt wirklich für den zu erwartenden Konflikt die am besten geeignete wäre. Und schließlich aber doch auch verfügbare Zeit, wobei, wie gesagt, nach meiner Erfahrung ist das nicht so ausschlaggebend. Ich will ganz kurz noch ein paar Prinzipien erwähnen, die wichtig sind. Wir gehen dann noch etwas näher darauf ein, aber ganz entscheidend ist für diese Klauseln und damit sie am Ende eben nicht selber zum Problem werden, ist, dass sie kurz und gut verständlich formuliert sind und dass man ein Micromanagement vermeidet. Das heißt, nicht jede mögliche Konstellation versucht zu regeln, nicht zu sehr im Detail versucht, ein Korsett zu entwerfen für einen Konflikt, der in 3 oder 4 Jahren, wie gesagt, erst auftreten wird. Sie sollte ausgewogen sein, also keine Übervorteilung einer Vertragspartei. Das kann am Ende dann auch auf die Partei zurückschlagen, die sich davon vielleicht einen Vorteil verhofft. Und ich sage jetzt aber grundsätzlich sollten die institutionellen Musterklauseln verwendet werden. Das heißt, die Klauseln, die Schiedsinstitutionen auf ihren Webseiten anbieten. Aber da gibt es durchaus auch Gestaltungsmöglichkeiten, die man jetzt zunehmend beachten muss. Wenn man ein gestuftes Verfahren macht, was wir als Firma jedenfalls durchaus bevorzugen, dann sind die Stufen klar zu beschreiben, Fristen und Übergänge sind zu definieren, damit kein Streit darüber entsteht, ob die Stufe jetzt durchlaufen werden muss oder durchlaufen worden ist. Allgemein noch, wenn über die Streitbeilegungsklausel wirklich komplex und intensiv gestritten wird, schon in der Vertragsstadium, dann könnte das durchaus auch eine Red Flag sein, dass hier vielleicht irgendwas im Argen liegt, allgemein in der Beziehung oder im Vertrag. Denn, wie gesagt, die Klausel sollte eigentlich kurz und relativ unproblematisch sein. Und schließlich noch, und darauf kommen wir auch noch im Konfliktfall dann nochmal schauen, ist das jetzt eigentlich geeignet, was wir da vereinbart haben für den Konflikt. Nächste Folie bitte. Wir haben die Frage gestellt Ihnen, und zwar, haben Sie Richtlinien oder Muster? Und es haben dann immerhin 60% geantwortet, knapp ja, aber doch auch 40% nein. Das ist doch eine relativ hohe Zahl, die das noch nicht so standardisiert hat, sondern offenbar dann auch im Einzelfall jeweils verhandelt, individuell. Und nächste Folie bitte. Diese
Antworten decken sich interessanterweise mit einer Umfrage, die das Europäische Institut für Konfliktmanagement in Zusammenarbeit mit dem Roundtable Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft 2018 in Auftrag gegeben hat. Damals hat man an dieser Umfrage noch unterschieden zwischen Unternehmen und Kanzleien. Es haben ungefähr 108 teilgenommen und bei den Antworten waren die unterschiedlichen Antworten eben auch sehr spannend. Die Frage, sind diese Klauseln ein standardisierter Teil der Verträge, haben immerhin 40% der Unternehmen mit Nein beantwortet oder und aber doch nur 27% der Kanzleien. Das heißt, bei den Kanzleien hat sich also dieser Eindruck, bei den vertragsgestaltenden Kanzleien sollte man dazu sagen, also den M&A-Anwälten, haben sich da die Templates offenbar noch weiter etabliert. Nächste Folie bitte. Was muss in eine Schiedsklausel rein? Hier habe ich mal die Dismusterklausel aufgerufen, weil sie wirklich eigentlich alles abdeckt, was also jedenfalls das Need to Have abdeckt. Und zwar auch in einer schönen Reihenfolge. Das heißt, Klausel 1, den Umfang der Klausel, welche Streitigkeiten werden der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen? Sehr breit formuliert, gut, das heißt umfassend. Damit fallen dann auch zum Beispiel deliktische Ansprüche, sollten sie jedenfalls in den Anwendungsbereich fallen. Ganz klare Bezeichnung, eindeutige Bezeichnung des der verhandelten Institution. Nochmal den Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs betont, also das ist hier gut gemacht. Die zweite Klausel ist dann die Frage 1 oder 3, auch wichtig, vielleicht nicht absolut essentiell, aber in der Praxis eben doch, weil sonst überlässt man es den Schiedsregeln und oder der Verhandlung nach Ausbruch des Konflikts. Hier kann man natürlich noch differenzieren, da komme ich dann auch noch zu sprechen, nach Streitwert zum Beispiel bei der Zahl der Schiedsrichter. Der Schiedsort, natürlich auch essentiell, sollte ebenfalls in die Klausel. Verfahrenssprache ist wahrscheinlich nicht zwingend notwendig. Es gibt manche Default-Regeln bei den Schiedsinstitutionen, aber auch das sollte man jetzt schon entscheiden in der Vertragsverhandlung. Und dann das in der Sache anwendbare Recht, streng genommen nicht Teil der Schiedsklausel, sondern der eben Rechtswahlklausel, aber klassischerweise wird es eben zusammen verhandelt und deswegen hier auch aufgenommen. Aber nicht zu vergessen, das wird in den Musterklauseln der Institutionen verständlicherweise nicht berücksichtigt, sind die zwingenden Bestimmungen des anwendbaren Rechts, beziehungsweise die am Schiedsort, beziehungsweise die am Vollstreckungsort. Also hier muss man schon durchaus ein bisschen strategischer gucken, wo sitzt der Vertragspartner, wo sind möglicherweise vollstreckbare Assets, wenn der Vertragspartner an einem Land sitzt, wo die Vertragstreue vielleicht nicht so hoch ist oder die Vollstreckung schwierig. Und da gibt es dann wirklich einige Hürden, die natürlich die Project Lawyers hoffentlich im Blick haben. Also Dinge wie zum Beispiel, dass in der Türkei eine spezielle Vollmacht möglicherweise notwendig ist für den Abschluss einer Schiedsvereinbarung, dass möglicherweise staatliche Kunden spezielle Genehmigungen brauchen interne, dass man bei gewissen Ländern gewisse Formulierungen verwenden sollte, in den USA zum Beispiel, um Zuständigkeitsdiskussionen zu vermeiden. Also da steckt noch einiger Teufel im Detail, aber das ist allgemein schwer abbildbar in so einer Musterklausel. Nächste Folie. Nice to have, das bedeutet, dass das sind Dinge, die man durchaus reintun muss, aber sie können trotzdem ein gutes Schiedsverfahren haben, ohne das vereinbart zu haben. Mehrstufigkeit, das ist darauf kommen wir noch zu sprechen, etwas, was sich anbietet, um eben den Konflikt graduell über verschiedene Stufen abzuwickeln und nicht sofort in ein teures und möglicherweise auch langwieriges Schiedsverfahren zu gehen. Opt-in und Opt-out, je nach Schiedsinstitut und Schiedsort, das ist wichtig, denn immer mehr Institutionen bieten Möglichkeiten an, dass man sein Schiedsverfahren eben unterschiedlich gestaltet und wenn man nichts anwählt, dann kommt man in die Default-Regel rein, wie zum Beispiel die ICC und das beschleunigte Verfahren. Der nächste Punkt, detaillierte Bestimmungen zur Beweiserhebung und Verfahrensführung. Auch das ist etwas, was man regeln kann, denn es gibt hier immer mehr informelle Softlaw, das heißt Bestimmungen, die Schiedsrichter möglicherweise zu Rate ziehen. Oder die Schiedsrichter werden einfach durch ihren kulturellen Hintergrund geprägt. Und wenn man das mitsteuern will, dann muss man das möglicherweise schon in die Klausel aufnehmen. Also Stichwort Discovery, Stichwort Document Production zum Beispiel, aber auch andere Aspekte. Das auf die Schiedsklausel anwendbare Recht hat Herr Dimitri erwähnt. Habe ich in der Praxis ganz selten gesehen, wird sehr selten vereinbart, ist auch relativ selten ausschlaggebend, aber kann es durchaus sein. Nächster Punkt, ja, Vertraulichkeit sollte man möglicherweise speziell regeln. Das ist nämlich nicht immer selbstverständlich. Das ist nicht in allen Schiedsregeln ausdrücklich geregelt und es ist auch nicht in allen Ländern
etabliert, das Schiedsverfahren bzw. die Ergebnisse des Schiedsverfahrens, also der Schiedsspruch, vertraulich sind. Privilege ist noch so ein Thema, denn es unterscheidet sich oft, je nachdem, woher die Parteien kommen, kann man auch regeln. Und schließlich noch Verfahrenskosten. Auch hier ist leider immer noch nicht ganz etabliert weltweit, dass der Loser Pays, ja, also die Verfahrenskosten je nach Ausgang zugeteilt werden. Dieses Prinzip ist leider immer noch nicht ganz etabliert, macht also möglicherweise Sinn, das aufzunehmen. Nächste Folie, bitte. So, jetzt kommen wir noch zu Ihren Antworten. Was sind die relevantesten Aspekte der Schiedsvereinbarung? Und in der Tat sind hier die fünf genannt, die auch in der Dismusterschiedsklausel aufgenommen sind, mit Ausnahme des anwendbaren Rechts auf die Schiedsklausel. Interessant fand ich hier, dass das anwendbare materielle Recht so ganz vorne steht und die Schiedsinstitution an zweiter Stelle, der Schiedsort erst an dritter Stelle. Diese drei Aspekte sind oft die drei, die verhandelt werden in der Praxis. Und das wird durchaus auch, also meistens im Einklang, aber eben nicht immer. Und wenn es nicht immer ist, beziehungsweise wenn die eine Partei in die eine Richtung zieht und die andere in die andere, dann kommt manchmal ein Kompromiss bei raus. Und nach meinem Dafürhalten wäre der Schiedsort wahrscheinlich das Wichtigste, wenn man sich in so einer Situation befindet, dass die Parteien sich über einen Einklang nicht einig werden, sondern diese drei Aspekte auseinanderfallen. Dann wäre wahrscheinlich der Schiedsort wichtiger. Dimitri? Ja, also wie du bereits erwähnt hast, ist tatsächlich das anwendbare materielle Recht eigentlich eine Rechtswahlklausel, wird aber häufig in derselben Klausel dann verpackt in Verträgen. Das haben Sie auch als das wichtigste Kriterium dann auch angegeben. Bei den Schiedsinstitutionen waren wir uns bei den Vorbesprechungen einig, solange es eine, sagen wir mal, Top-10-Schiedsinstitution der Welt ist, kann man sich sicher sein, dass man in guten Händen ist und dass das Verfahren nicht vor die Wand gefahren wird. Der Schiedsort ist für Profis von besonderem Wert, weil einfach das Restrisiko besteht, dass ein Schiedsspruch am Schiedsort aufgehoben werden kann. Und außerdem indiziert der Schiedsort ja auch das anwendbare Schiedsverfahrensrecht, was zum Beispiel für die Auslegung der Schiedsklausel relevant ist. Deswegen würde ich, solange man bei einer guten angesehenen Schiedsinstitution ist, eher den Schiedsort höher oder wichtiger sehen. Bei der Verfahrenssprache ist das auch einer der Aspekte, den Sie angegeben haben, als wichtigen Grund für die Verwendung der Schiedsgerichtsbarkeit insgesamt. Hier sollte man aufpassen, dass manche Schiedsordnungen, zum Beispiel in China oder in Osteuropa, Default-Regelungen zur Verfahrenssprache haben. So, wenn Sie also keine Regelung der Verfahrenssprache in Ihrer Schiedsklausel haben, können Sie quasi bei einem Schiedsverfahren in chinesischer, russischer oder polnischer Sprache landen. Muss nicht zwingend irgendwie relevant sein für den Ausgang des Verfahrens, ist aber im Zweifel nicht das, was Sie sich wünschen. Und beim letzten Punkt ist das auf die Schiedsklausel anwendbare Recht. Ich habe auch noch nie in der Praxis eine Schiedsklausel gesehen, die dies tatsächlich regeln würde. Nun, bei einer Schiedsvereinbarung stellt sich grundsätzlich die Frage, möchte man institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit haben oder Ad-hoc-Schiedsgerichtsbarkeit? Die Aufgaben der Schiedsinstitution sind die organisatorische Begleitung des Schiedsverfahrens, Gewährleistung eines reibungslosen Verfahrensablaufs. Man hat eine Schiedsordnung zur Hand, die Schiedsinstitution überprüft den Streitwert und so weiter. Ist halt die Frage, ob dies für internationale, was man für einen internationalen Fall anwenden möchte. Aus meiner Erfahrung würde ich immer sagen, für internationale Fälle, insbesondere mit, ich sag mal, schwierigen Ländern, wo man eventuell die Vollstreckbarkeit anzweifelt, ob das einfach funktioniert oder nicht, sollte man eher eine angesehene Schiedsinstitution nehmen, weil wenn das ein ICC- oder DIS-Schiedsspruch ist, dann ist es so eine Art Gütesiegel vielleicht für einen regionalen Richter am Vollstreckungsort. Während Sie bei Ad-hoc-Schiedsgerichtsbarkeit die staatlichen Richter im Exequaturverfahren sich womöglich die Frage stellen, wer sind diese Leute? Also ein gewisses Misstrauen wäre dann gegeben in weniger schiedsfreundlichen Rechtsordnungen. James, wie siehst du das? Ad-hoc-Schiedsverfahren für internationale Fälle? Ja, das können wir eigentlich nicht befürworten. Das ist keine gute Situation. Die Institution garantiert das wirklich, dass wenn etwas schief geht, dass dann
Auffangregelungen bestehen, besonders bei der Benennung von Schiedsrichtern, bei der Verhandlung über das Honorar, bei der Zustellung durchaus auch mal, bei der Überprüfung des Schiedsspruchs, aber sicher auch für die Verfahrensregeln selbst. Also die Institution gibt diesen Rahmen. Im besten Fall braucht man den nicht, aber im schlimmsten Fall hat man ihn. Und also ad hoc eigentlich nicht, eigentlich nie. Und ich glaube, das ist auch weltweit geht das eher zurück. Ja, dann, wenn man sich für die institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit entschieden hat, stellt sich die Frage, okay, welche Schiedsinstitution sollte man wählen? Nun, da gibt es bekanntlich Unterschiede bei den Kosten. Die Kosten lassen sich im Voraus berechnen. Viele Schiedsinstitutionen bieten auf ihren Webseiten einen entsprechenden Kosten- bzw. Gebührenrechner an. Wenn Sie also eingeben den voraussichtlichen Streitwert und auch die Anzahl der Schiedsrichter, können Sie dann direkt auch erkennen, wie viel die Gebühren der Institution ausmachen und wie hoch das Honorar des Schiedsgerichts sein wird. Günstig ist aber in diesem Bereich nicht immer gut, denn wenn eine Schiedsinstitution zu günstig ist, da sind mir einige Fälle aus Osteuropa bekannt, haben Sie das Problem, einen qualifizierten Schiedsrichter dafür zu gewinnen, weil die Honorare dann so niedrig sind, dass der Anwalt oder Professor, den Sie sich sonst ausgesucht hätten, vielleicht dafür nicht zur Verfügung steht. Außerdem haben manche Schiedsinstitutionen, wiederum in Osteuropa und in Asien hauptsächlich Schiedsrichterlisten. Dann muss man auch schauen, ob die Wahl der Schiedsrichter, einer der bekannten Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit, dadurch eingeschränkt wird oder gar wegfällt. Dann pragmatische Überlegungen wie Visaanforderungen oder möglicherweise Sanktionen. Außerdem haben einige Schiedsordnungen durchaus Überraschungen parat. Wie bereits erwähnt, Default, also Auffangregelungen zur Verfahrenssprache. Wenn Sie die Verfahrenssprache in der Schiedsklausel nicht regeln, haben Sie plötzlich ein Schiedsverfahren in einer Sprache, die Sie im Zweifel nicht beherrschen. Zum Beispiel Chinesisch, Bulgarisch, Polnisch und so weiter. Dann sollte man auch aufpassen, einige Schiedsinstitutionen legen in ihrer Schiedsordnung den Schiedsort zwingend fest. Zum Beispiel die Schiedsgerichte der IHKs der Russischen Föderation und der Ukraine oder haben jedenfalls eine Auffangregelung, zum Beispiel in Warschau und in Wien. Dann hat man in den vergangenen Jahren einige Neuerungen geschaffen in den Schiedsordnungen, hauptsächlich als Reaktion auf die Kritik, dass Schiedsverfahren langsamer und teurer geworden sind. Man hat also beschleunigte Verfahren, also sogenannte Fast-Track-Arbitration eingeführt. Man sollte hier berücksichtigen, dass diese Fast-Track-Verfahren automatisch bei kleineren Streitwerten zur Anwendung kommen und klein ist relativ. Zum Beispiel gilt ein Fall bei der ICC mit einem Streitwert von bis zu 2 Millionen bereits als klein genug, um hier das beschleunigte Verfahren zur Anwendung kommen zu lassen. Dieser Schwellenwert soll auch bei der ICC bald auf 4 Millionen erhöht werden. Und auch in der Schweiz hat man, glaube ich, 1 Million Franken als Schwellenwert. Also nicht für jedes Unternehmen ein kleiner Streitwert. Dann haben auch einige Schiedsordnungen eine Default, also eine Auffangregelung für den Einzelschiedsrichter. Je nachdem, wie sie dazu stehen, ist das auch etwas, was man berücksichtigen sollte, entweder bei der Wahl der Schiedsinstitution oder bei der Formulierung der Schiedsvereinbarung. Dann haben Sie vielleicht eine Meinung dazu, ob Sie die Wahl des Vorsitzenden mit beeinflussen möchten, des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden des Schiedsgerichts oder ob die Schiedsinstitution diesen Job für Sie übernimmt. Das kann sich auch auswirken. James, ich übergebe an dich. Ja, danke. Was sind die wesentlichen Kriterien für die Wahl der Schiedsinstitution? Man muss dazu sagen, es gibt Hunderte weltweit. In manchen Ländern gibt es sogar Dutzende. Ganz viele obskure Institutionen, von denen man noch nie was gehört hat. Von den bekannteren sind hier auf dieser schönen Grafik die meisten abgebildet, auch schön geografisch verteilt. Aber auch das ist ja schon ein ziemlicher Buchstabensalat. Die Frage also, was sind die Kriterien? Nach meiner Erfahrung sind es das Alter der Institution. Das ist ein bisschen ein Huhn- und Ei-Thema. Also wenn die Institution schon jahrzehntelang besteht, dann hat sie wahrscheinlich einiges richtig und relativ wenig falsch gemacht.
eben auch die Erfahrung, die sich in den Fallzahlen widerspiegelt, aber nicht nur in den Fallzahlen, sondern auch in den Fallarten. Also ist das eine Institution, die wirklich breit aufgestellt ist oder nur spezielle Fälle behandelt? Ganz wichtig, glaube ich, der zweite Punkt, die strikte Unabhängigkeit und Neutralität bei der Fallverwaltung und der Bestellung von Schiedsrichtern. Und das gilt besonders für die national verankerten Institutionen. Die müssen da immer etwas die Frage beantworten, sind wir wirklich auch für internationale Verfahren gleichermaßen gut geeignet? Und bei vielen trifft das zu, aber eben nicht bei allen. Der Sekretariat, der Vorstand sollten international anerkannt sein, einen Ruf genießen. Wichtig ist eben auch, dass man international besetzt und nicht nur aus dem jeweiligen Land. Moderne Regeln, die internationale Best Practice abbilden. Es ist immer wichtig, da reinzuschauen, bevor man das in den Vertrag reinschreibt, ob da irgendwelche Besonderheiten drinstehen. Und je fortschrittlicher, je besser die Institution, würde ich sagen, desto mehr stellt sie auch Parteiautonomie ab und auf die Autonomie des Schiedsgerichts. Und je weniger versucht sie eben zu regulieren oder zu, in Anführungsstrichen, bevormunden. Berechenbare und vernünftige Verwaltungsgebühren und Schiedsrichterhonorare gehören sicherlich auch zu diesen Kriterien. Nächste Folie bitte. Und wenn man die anwendet oder wenn wir die anwenden, dann sehen wir eigentlich diese neuen, die sich international etabliert haben, bei denen sie eigentlich eine gute Erfahrung haben sollten. Wenn da also was nicht so läuft wie erwartet, dann sollte es nicht an der Institution liegen, sondern an dem Schiedsgericht. Darauf hat die Institution immer nur mittelbaren Einfluss. Das darf man ja nie vergessen. Letztlich entscheidet das Schiedsgericht und auch die Verfahrensführung ist ganz maßgeblich vom Schiedsgericht und indirekt auch von den Parteien abhängig. Aber bei diesen neuen ist man eigentlich in guten Händen. Es gibt sicher noch andere, wo man nicht in schlechten Händen ist. Das muss ich hier noch dazu sagen. Ich habe auch schon gute Erfahrungen bei regionalen Institutionen gemacht oder auch bei den Handelskammern. Ich rede jetzt von den internationalen Handelskammern, da wird gute Arbeit gemacht. Das ist also jetzt ohne Präjudiz. Nächste Folie bitte. Was ist wichtig für Sie? Was waren die Antworten? Bekanntheitsgrad ist ganz vorne. Das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Wenn irgendeine obskure Institution vorgeschlagen wird, dann ist es einfach ganz schwierig, sich darauf einzulassen. Der zweite Faktor, dass das alles übereinstimmen sollte, Institution, Schiedsort, Recht, das ist nicht ganz so wichtig. Es gibt sicher Institutionen wie die ICC, da ist es völlig unwichtig, die versucht ja auch sehr transnational aufzutreten. Das heißt, sie können jeden Schiedsort und jedes Recht vereinbaren. Die wollen ja weg von dieser Wahrnehmung, dass sie eine Pariser oder französische Institution sind und haben das mittlerweile auch gut geschafft. Für andere gilt das nicht ganz so, aber auch da ist es so, dass sie also durchaus in der Schweiz ein LCIA-Verfahren machen können oder in Deutschland ein SEC-Verfahren, also Stockholm, ist also für mich nicht ganz so relevant. Inhalte und Besonderheiten der Schiedsordnung, ja, sehr, sehr wichtig. Sitz der Schiedsinstitution wiederum nicht so relevant, denn oft wird schon gar nicht da verhandelt, wo die in der Stadt, in der die Institution konkret sitzt und auch nicht unbedingt in dem Land. Das ergibt sich eher aus der Konstellation der Schiedsrichter und der Parteien. Interessant, dass die Höhe der Gebühren relativ niedrig bewertet wird. Das sehen wir eigentlich auch so, das ist nicht so ausschlaggebend. Wobei ich schon sagen muss, dass die Institutionen, die nach Stunden abrechnen, also wo die Schiedsrichter nach Stunden abrechnen, das ist wahrscheinlich die bessere Aussage, die sehen wir eher kritisch. Also wir begrüßen eher dieses Ad Valorem streitwertabhängige System. Das bezieht sich ja wahrscheinlich auf die Gebühren der Institutionen. Die sind aber in der Tat wirklich nicht, die machen den Kohl nicht fett, muss man einfach sagen. Also es gibt natürlich teurere und günstigere, aber das ist letztlich verglichen mit den Anwaltsgebühren und mit den Opportunitätskosten für das Unternehmen, für ein 2-3-jähriges Verfahren ist es relativ wenig. Dimitri? Ja, also das erste Ergebnis ist nicht überraschend aus meiner Sicht. Ich habe häufig auch den Eindruck gehabt, dass man häufig das nimmt, was man kennt. Also hier geht es um die Sichtbarkeit einer Institution und manche Institutionen sind einfach stärker im Marketing oder aktiver als andere. Bei der zweiten Antwort möchte ich betonen, dass es natürlich keine rechtliche Notwendigkeit gibt für diesen Gleichlauf vom Schiedsort und dem anwendbaren Recht. Sie können ja auch ICC nehmen. Die Institution hat ihren Sitz in Paris, dann aber einen Schiedsort zum Beispiel in Frankfurt oder auch die DIS-Schiedsordnung und dann einen Schiedsort in der Schweiz. Das ist kombinierbar.
Insbesondere wenn Sie ein Dreier-Schiedsgericht haben, wenn Sie hier keinen Gleichlauf haben, sondern so eine Kompromisslösung, also eine anwendbare Rechtsordnung, Schiedsordnung in einem anderen Land, kann es schwierig werden, vielleicht einen qualifizierten Einzelschiedsrichter zu finden, der sich in allen Rechtsordnungen gleichermaßen auskennt. Bei der dritten Antwort, hier möchte ich die Relevanz bestätigen und betonen, tatsächlich insbesondere angesichts der innovativen Lösungen der letzten Jahre, ich habe einige schon erwähnt, Fast-Track-Arbitration, möglicherweise noch Emergency-Arbitrator oder eine Präferenz für den Einzelschiedsrichter, man muss sich schon erkundigen im Voraus, was man da eigentlich mit vereinbart. Bei der Höhe und der Gebühren und zum Schiedsrichterpool fast ähnlich wichtig aus Ihrer Sicht. Es gibt Institutionen, die sind etwas teurer, zum Beispiel die ICC gilt als eine solche oder auch die Schweiz. Es gibt auch im mittleren Bereich mehrere Institutionen, wie zum Beispiel die DIS, die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, WIAG in Wien oder SCT in Stockholm. Hier muss man auch, wie ich bereits erwähnt habe, darauf achten, dass zu billig, wie manche Schiedsordnungen, Schiedsinstitutionen im Ausland, dann auch tatsächlich die Verfügbarkeit von erfahrenen, renommierten Schiedsrichtern beeinflussen oder beeinträchtigen kann. Was mich eher überrascht hat, ist, dass kaum jemand die Verfügbarkeit von Verhandlungsräumen als relevant ansieht. Es gibt einige Institutionen, die ausdrücklich mit ihren schönen Verhandlungsräumen werben, zum Beispiel das Hong Kong International Arbitration Center und tatsächlich, sie haben einen wunderbaren Panoramablick. Aber in der Praxis finden dann doch die meisten Schiedsverfahren in den Kanzleiräumen der Schiedsrichter oder auch in einem Hotelzimmer statt. Also Sie haben es als sehr irrelevant betrachtet. Ja, danke Dimitri. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt vorschlagen, dass wir hier die einzelnen Antworten nicht näher kommentieren, sondern jetzt gleich zu dieser Folie übergehen. Welche Schiedsinstitutionen vereinbaren Sie am häufigsten? Das fand ich sehr interessant, besonders die weniger vereinbarten. Ich hätte jetzt eine höhere Zahl für Singapur und für Hongkong erwartet, gerade wegen des wachsenden Einflusses in Asien und der asiatischen Vertragsparteien. Ist aber nicht der Fall. Und was ich auch interessant finde, ist, dass diese Zahlen hier nicht ganz übereinstimmen mit den Zahlen, welchen Schiedsort bevorzugen Sie. Das heißt, offenbar wird da doch ein bisschen miteinander vermischt. Also es wird nicht immer im Gleichklang Schiedsort und Schiedsinstitution vereinbart. Na, ja. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Ja, ganz kurz. Also, dass die ICC und die DIS weit vorne sind, überrascht mich nicht. Das deckt sich mit meinen Eindrücken von Tagungen und so weiter. Und Deutschland ist ja unter den Top 3 der Parteien Jahr für Jahr finden etwa 100 ICC-Schiedsverfahren mit deutschen Parteien statt. Man ist auch bei Schiedsrichtern und dem Schiedsort in der Top-5-Statistik in der ICC-Schiedsgerichtsbarkeit. Ich finde interessant, dass Singapur deutlich besser abschneidet in ihrer Gunst verglichen mit Hongkong. Also wenn es um Südostasien-Geschäft geht, um das China-Geschäft, dann ist das, da sind das zwei der Optionen. Und hier steht SIAC, also Singapore International Arbitration Center, deutlich besser da in dieser Statistik. Interessant finde ich auch, dass die Schweizer Handelskammern, die Schiedsinstitution Sky, mehr als doppelt so beliebt ist im Vergleich zum Vienna International Arbitral Center. Es hat mich eher überrascht, wie wenig WIAG von Ihnen verwendet wird. Meines Erachtens eine Institution, die als Fallback-Option in Vertragsverhandlungen aus der Sicht eines deutschen Unternehmens quasi alles mitbringt, aber noch nicht so häufig verwendet wird. Hier noch einige andere. Ja, bitte. Genau, ja. Ja, das ist auch noch wichtig. Und in der Tat sind die IHKs in Deutschland zum Beispiel auch eine sehr gute Option. Und hier sieht man einfach auch die Breite, ja, der Möglichkeiten. Gerade in den großen Ländern, Indien, in Brasilien, sind die Handelskammern oft sehr beliebt. CTAG haben wir fast ignoriert bisher, ist ein ganz wichtiger Faktor, aber aus verschiedenen Gründen nochmal dafür halt noch nicht auf derselben Stufe wie die neuen, die wir vorhin herausgestellt haben. Nächste Folie bitte. Ja. Also egal welche Schiedsinstitution Sie wählen, man sollte auf die richtige Bezeichnung achten. Ich habe hier einige Beispiele aus der Rechtsprechung.
angeführt, zum Beispiel eine Entscheidung des Kammergerichts Berlin aus dem Jahre 99, wo die Schiedsklausel die deutsche zentrale Handelskammer, German Central Chamber of Commerce, für zuständig erklärte. Wie Sie wissen, gibt es eine solche Institution nicht. Man könnte an den DIHK denken, was aber kein zentrales Schiedsgericht hat. In den meisten dieser Fälle wurde die Schiedsklausel so interpretiert, dass man dann zur Zuständigkeit der DIS oder des WIAG in Wien gekommen ist. Aber das sind Fehler, die man leicht vermeiden kann, um danach Kosten und Zeitverluste bei der Interpretierung dieser Klauseln einsparen kann. Gut, jetzt zu den wesentlichen Inhalten einer Schiedsklausel. Wir haben das teilweise schon angeklungen. Der Schiedsort, warum ist der Schiedsort so wichtig? Er ist der Ort, an dem das Schiedsverfahren rechtlich verankert ist. Die Nationalität des Schiedsverfahrens und des Schiedsspruchs wird definiert durch diesen Ort. Und er ist relevant, weil das anwendbare Schiedsverfahrensrecht sich nach diesem Ort eben richtet. In Deutschland das 10. Buch der ZPO, in England der Arbitration Act und so weiter. Und schließlich wegen der gerichtlichen Zuständigkeit, die aus verschiedensten Gründen sehr wichtig werden kann. Bei der Ablehnung von Schiedsrichtern, bei Aufhebungsanträgen, ganz besonders natürlich gegen den Schiedsspruch, aber auch bei der Beweiserhebung oder bei der Einleitung selbst. Das heißt, wenn die Frage im Raum steht, ist das Schiedsgericht überhaupt zuständig? Die Verhandlung muss nicht unbedingt am Schiedsort stattfinden. Das ist ganz wichtig, wird auch relativ, also naja, ab und zu wird das auch durchaus, fällt das auseinander. Und die Vereinbarung ist so zentral, weil der Schiedsort sonst vom Schiedsgericht oder der Schiedsinstitution festgelegt werden muss. Und das kann durchaus in der Praxis dann auch zu Schwierigkeiten führen. Also der Schiedsort, der ist eigentlich nicht wegzudenken aus der Klausel und aus den oben genannten Gründen, eben weil er das anwendbare Recht und die zuständigen Gerichte definiert, ist er eben auch so wichtig. Und eine der Fragen im Chat war, kann das auseinanderfallen? Kann ich Zürich mit DIS kombinieren? Ja. Oder umgekehrt, kann ich DIS mit Schweizer Recht verbinden? Ja, das können Sie durchaus und wird auch nicht selten gemacht. Ist, wie gesagt, eine Möglichkeit, um eine Verhandlungspattsituation zu überwinden. Was sind die Kriterien? Ich habe es auf Englisch gelassen für die Auswahl eines vertrauenswürdigen Schiedsorts, weil mir die Kriterien aus dieser London Centenary Principles so eingängig erschienen und eigentlich auch zustimmungswürdig. Und besonders wichtig von diesen neun Kriterien scheinen mir das Kriterium 1, 2 und 9. Die anderen sind auch nicht unwichtig, aber 1, 2 und 9 sind ganz wichtig. Das heißt, das Schiedsgesetz muss verständlich und transparent sein. Es muss auch modern sein, insbesondere sich beispielsweise am Unzentralgesetz orientieren. Es soll die Eingriffsrechte der Gerichte beschränken und die Schiedsfähigkeit weit definieren. Es soll auch keine versteckten, sage ich mal, Traps, also versteckten Fallstricke enthalten, auf die man erst stößt, wenn man dann das Schiedsverfahren führt. Also in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Beispiel, da muss dann der Schiedsspruch vor Ort physisch unterschrieben werden, wenn ich jedenfalls auf dem neuesten Stand bin. Das war vor 2 Jahren, war das noch so. So kleine Dinge, die in modernen Schiedsgesetzen und modernen Schiedsorten eigentlich nichts verloren haben. 2 ist eben auch ganz, ganz wichtig, weil wenn Sie keine schiedsfreundliche Gerichtsbarkeit haben, dann steigt das Risiko, dass sich die Gerichte einmischen, sich für zuständig erklären, den Schiedsspruch aufheben, nachdem sie 2 Jahre dafür gekämpft haben und so weiter. Und 8 ist insofern auch wiederum richtig wichtig, weil es die Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs beeinflusst und eben auch die Frage, dass sich die Schiedsgerichte frei und nach dem Prinzip der Kompetenz für zuständig erklären können. Nächste Folie. Welche Schiedsorte vereinbarten Sie am häufigsten? Hier war Deutschland führend. Das überrascht jetzt vielleicht nicht wegen der Zuhörerschaft. Und Zürich und Genf an zweiter Stelle vielleicht auch nicht überraschend, weil die Schweiz gerne als Schiedsort gewählt wird für deutsche Unternehmen. Hier wiederum fand ich sehr interessant, wie wichtig schon Singapur ist mit 20% und wie viel höher sich die Zahl eben Singapur und Hongkong ist als die Anwendbarkeit von SIAC und HKIAC. Das heißt, ich kann mir vorstellen, hier wird oft auch Singapur ICC vereinbart, ja, wie wir das teilweise auch schon gemacht haben. Das heißt, Singapur, Asien nimmt zu, aber eben vielleicht noch mehr als Schiedsort als Schiedsinstitution.
Ja, das wäre so eine Anmerkung. USA war sehr, sehr wenig vertreten, fand ich auch überraschend, aber ergibt sich vielleicht aus der Konstellation der Verträge. Die nächste Folie, ja klar, gibt natürlich noch viele, viele andere Schiedsorte. Teilweise, wie gesagt, kann man das auch gar nicht verhandeln. Das, die Erfahrung machen wir natürlich manchmal auch, dass da die Erwartungshaltung der Kundschaft schon sehr, 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 sehr eindeutig ist. Was ist für Sie wichtig bei der Wahl des Schiedsortes? Logistik war hier ganz vorne und das Schiedsrecht erst sozusagen an zweiter Stelle oder gleichlaufen, 50%. Ja, nach meinem Votum, wie gesagt, das Schiedsrecht ganz, ganz wichtig, Logistik vielleicht nicht ganz so entscheidend. Natürlich sollten alle hinkommen können, aber ob der Flug jetzt 2 Stunden oder 3 Stunden oder in Zukunft vielleicht gar kein Flug mehr stattfindet, mal sehen, ist jetzt nicht so entscheidend. Das heißt, das Schiedsrecht ist da schon nach meinem Dafürhalten etwas wichtiger. Und dann eben interessant, 44% befürworten diesen Dreiklang. Es gibt schon gute Gründe für den Dreiklang, also Schiedsort, anwendbares Recht, dann vielleicht auch Schiedsinstitution. Es gibt schon gute Gründe dafür, weil vieles aufeinander abgestimmt ist, aber es ist eben nicht zwingend so. Und es gibt gute, sinnvolle Kombinationen, besonders ICC, aber auch DIS durchaus und eigentlich fast alle der gewählten Schiedsinstitutionen lassen sich sehr gut mit jedem Recht und jedem Schiedsort kombinieren. Wichtig ist, dass Sie die Schiedsrichter finden, die das unter einen Hut bringen. Aber auch das, da ist die Auswahl eigentlich relativ groß geworden von Leuten, die an mehr als einem sich mehr als einem Recht auskennen, beziehungsweise die internationale Praxis eben gut kennen. Und in den meisten Schiedsverfahren geht es ja eher um Sachverhaltsstreitigkeiten, muss man schon sagen. Die rechtlichen Fragen sind nicht immer ausschlaggebend, sondern eigentlich eher relativ selten. Also hier ist ein bisschen Flexibilität durchaus ratsam, vor allen Dingen, wenn man dadurch Vertragsverhandlungen beschleunigen und vereinfachen kann, würde ich sagen. Dimitri? Ja. Okay, sonst würde ich... Ja, vielleicht nur kurz. Ich hätte jetzt die Kompetenz der Gerichte am Schiedsort vielleicht etwas höher eingestuft, weil bei der Vorbereitung auf das heutige Webinar habe ich mir auch einige internationale Gerichtsentscheidungen angeschaut. Unter anderem war da Ägypten, Indien, Türkei, Russland dabei. Diese Entscheidungen zeichneten sich dadurch aus, dass sie nicht unbedingt schiedsfreundlich waren. Deswegen würde ich das schon sehr viel höher sehen. Und das Schiedsrecht am Schiedsort, hier vielleicht nur eine Anmerkung. Hier hat ja eine Rechtsvereinheitlichung stattgefunden durch das UNCITRAL-Modellgesetz. In insgesamt 83 Staaten und 116 Rechtsordnungen wurde dieses Modellgesetz umgesetzt. Gleichzeitig an den populären Schiedsorten wie der Schweiz, England, Frankreich, Schweden wurde das Modellgesetz nicht umgesetzt, sodass man hier sich mit den Besonderheiten des Schiedsverfahrensrechts vertraut machen sollte. James? Okay. Ja, danke. Ich sehe auch noch einige spannende Fragen im Chat, auf die wir hoffentlich noch zurückkommen können, sonst aber auch gerne im Anschluss. Hier sind noch weitere Faktoren, die erwähnt worden sind, aber auf die würde ich jetzt nicht weiter eingehen. Die Umfrage und die Ergebnisse werden ja noch zur Verfügung gestellt. Dimitri? Ja, vielleicht nur ganz kurz zur Verfahrenssprache. Darüber haben wir uns heute schon unterhalten. Nur eine kurze Frage an dich. Wie, ist das eine gute Idee, eventuell 2 Sprachen zu vereinbaren, zum Beispiel Deutsch und Englisch? Nein, keine gute Idee, ein schlechter Kompromiss. Man sollte sich an der Vertrags- oder beziehungsweise Projektsprache, das ist nämlich auch nicht immer dasselbe, orientieren und jedenfalls eine wählen. Interessanterweise kann natürlich, wenn es eine lokale Sprache ist, kann das natürlich einer Vertragspartei einen Vorteil geben, weil das die Verfahrensführung dann für sie in ihrem Sinne erleichtert. Aber grundsätzlich sind also 2 Sprachen keine gute Idee. Dann also bei der Schiedsvereinbarung sollte man sich auch die Frage stellen, Einzelschiedsrichter oder Dreier-Schiedsgericht? Beides hat Vor- und Nachteile. Insbesondere dieser Trend zum Einzelschiedsrichter ist aus meiner Sicht als Reaktion auf die wachsende Kritik zu werten, dass Schiedsverfahren zu lang und zu teuer geworden sind. Gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass innerhalb eines Dreier-Schiedsgerichts Teamwork möglich ist. Man hat also unterschiedliche Spezialisierungen bei den 3 Schiedsrichtern, Erfahrungen mit verschiedenen Rechtsordnungen, auch die notwendige interkulturelle Kompetenz. Also ein 3er-Schiedsgericht kann sich lohnen, auch weil die Partei dann das Gefühl hat, dass man dann auch die Besetzung des Schiedsgerichts durch eine Ernennung mit beeinflusst hat. Wie stehst du dazu, James? Ja, ähnlich. Das Risiko beim Einzelschiedsrichter ist, dass die Person sich verrennt. Das ist etwas reduziert im 3er-Schiedsgericht. Das 3er-Schiedsgericht ist tendenziell in einem Unternehmen leichter in Anführungsstrichen verkaufbar oder auch einem Management erklärbar.
Denn es hat eben diese direkte Komponente der Mitbestimmung. Also Sie benennen als Partei einen von den dreien oder eine. Das ist ja schon mal, immerhin haben Sie da dieses Mitspracherecht wirklich direkt ausgeübt und nicht nur indirekt über den Einzelschiedsrichter oder die Einzelschiedsrichterin. Und ich glaube, das spricht für die komplexeren Verfahren eben dann doch für diese Dreierlösung. Aber man sollte es auch im Einzelfall durchaus überlegen, denn es können ja auch komplexe Verträge sein, in denen aber ein relativ einfacher Streit entstanden ist. Und diesen kann man dann durchaus einer Einzelschiedsrichterin vorlegen. Also ist eine Einzelfallentscheidung, kann man aber in der Vertragsgestaltung schon streitwertabhängig zum Beispiel lösen. Eine ganz kurze Anmerkung zur Form der Schiedsvereinbarung. Die kann sich finden in einem einheitlichen Dokument oder auch in einem Schriftwechsel, auch über E-Mails. Auch eine Bezugnahme auf AGBs ist möglich, wenn sie wirksam einbezogen worden sind. Und hier übergebe ich bitte wieder an James zum Thema Verbindung mit ADR. Ja, danke dir. Also das ist ein Thema, das mir noch am Herzen liegt. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit dafür. Das tut mir leid, aber ich werde versuchen, ein paar Prinzipien hier vorzutragen. Das Interesse bei unserer Umfrage GTAI war nicht ganz so groß, aber doch immerhin 22% bei bevorzugen Mehrstufigkeit bei Verträgen mit Nicht-EU-Auslandsparteien. Und es ist ein Thema, das uns jedenfalls am Herzen liegt. Die Frage, gibt es nicht andere und bessere Möglichkeiten als direkt ein formelles Schiedsverfahren für verschiedene Streitigkeiten? Und auch die Umfrage die bekannte oder schon zitierte von der Queen Mary signalisiert, dass da durchaus großes Interesse besteht. Nächste Folie. Die Umfrage, die ich vorhin erwähnt habe, aus 2018, bestätigt dieses Interesse ebenfalls, besonders bei Unternehmen. Da sehen Sie, blau wird als vorteilhaft bewertet und grün wird verwendet. Das heißt, die Mediationsklausel oder auch gestufte Klauseln werden als sehr vorteilhaft bewertet von Unternehmen, vorteilhafter als von Kanzleien, werden aber sehr wenig verwendet oder relativ wenig verwendet. Das ist ein Disconnect, den es in Deutschland, der ich glaube auch international schon seit vielen Jahren beobachtet wird und an dem man vielleicht etwas ändern sollte. Nächste Folie bitte. Die Stufigkeit bedeutet einfach, dass Sie, bevor Sie in ein verbindliches Entscheidungsverfahren gehen, andere Verfahren versuchen, um den Konflikt günstiger, zeitnaher und konsensualer zu lösen. Typischerweise ist die erste Stufe eine Verhandlungsstufe. Das ist in vielen Verträgen so. Und die Frage, die sich dann stellt, und die letzte Stufe ist dann eben oft ein Schiedsgerichtsverfahren. Aber nicht immer, aber meistens. Die Frage, die sich dann stellt, ist, welches Instrument wählt man für die mittlere Stufe? Und hier sind einige aufgeführt, die sich anbieten. Es gibt dazu gute Veröffentlichungen. Es gibt auch Musterregel oder Regelordnungen zu den verschiedenen Tools. Und es ist wirklich wichtig, dass sich gewisse Tools für gewisse Konflikte besser und schlechter einigen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Nächste Folie. Die Frage der mittleren Stufe ist, kann man auch, es sind mindestens zwei Optionen. Zum einen gibt es eine feste Stufe, das heißt, Sie definieren schon im Vertrag, wenn wir uns in Verhandlungen nicht einig werden, dann gehen wir in die Mediation oder wir gehen in eine Adjudikation. Oder aber, was auch möglich ist, was wir auch durchaus bevorzugen, ist, dass man eine offene Stufe vereinbart. Das heißt, im Konfliktfall versuchen die Parteien, sich auf einen geeigneten Streitbeilegungsmechanismus zu einigen. Scheitert dieser Versuch, sich zu einigen, dann Mediation. Das ist hier gemeint mit Rückfallebene, offen mit Rückfallebene. Nächste Folie oder nächste? Genau, und hier wäre dann so ein Beispiel. Erste Stufe Verhandlung, mittlere Stufe Mediation, letzte Stufe Schiedsverfahren. Und dann jeweils die Frage, bei beiden Stufen übrigens, Mediation und Schiedsgerichtsverfahren ad hoc oder institutionell. Und dann jeweils die Frage, welches denn, welche Institution? Schließlich noch, wenn man die Klausel abschließend gestaltet, nächste Folie bitte, wäre dann die Frage, ob zusätzliche Regelungen aufzunehmen sind. Bei den Vorstufen ganz wichtig, dass man die Stufen, die Fristen und die Übergänge klar beschreibt, die Verbindlichkeit der Vorstufe, die Folgen der Nichtbefolgung definiert und, wenn vorhanden, institutionelle Musterklauseln verwendet. Hier muss ich aber sagen, sind die Institutionen aufgerufen, noch etwas besser, etwas nachzubessern, denn leider gibt es nicht ganz so viele Musterklauseln, wie man sich erhoffen würde und auch nicht so viele Musterordnungen. Die DIS ist da sehr gut, die ICC auch.
Und hier ist also noch Nachbesserungsbedarf, besonders auch bei den Übergängen oder die Musterklauseln für die mehrstufigen Verfahren. Wichtig ist auch, wenn Sie keine institutionelle, nochmal zurück bitte, die keine institutionelle Ordnung wählen, verschiedene Aspekte zu beachten, wie die Verjährungshemmung, die Ausschlussfristen, aber auch das Beweismittelverbot für also ein nachfolgendes Schiedsverfahren und den Klageverzicht, während die Vorstufe läuft. Ja, nächste Folie. Ich habe vorhin mal gesagt oder schon mehrmals, glaube ich, dass es wichtig erscheint, wenn der Konflikt ausgebrochen ist, nochmal zu prüfen, ist die Schiedsklausel wirklich das Beste oder das Schiedsverfahren jetzt wirklich das Beste für diesen Konflikt. Und da möchte ich auf ein Tool verweisen, das der Roundtable RTMKM entworfen hat. Das ist ein Zusammenschluss von vielen deutschen Unternehmen. Bombardier ist eins davon. Die haben ein Tool entwickelt, das nennt sich Direct, können Sie online abrufen. Ist vertraulich, also ist anonym. Sie müssen natürlich keine Details zum Konflikt da irgendwie eingeben, aber es werden Fragen gestellt. Und auf der Basis der Antworten, die man dann übrigens auch noch unterschiedlich gewichten kann, errechnet dieses Tool, welches Konfliktbearbeitungsverfahren am interessengerechtesten ist. Nächste Folie. Das gestaltet sich dann so, dass Sie verschiedenste Fragen beantworten und aufgrund dieser gewichteten Antworten dann so ein Ergebnis zum Beispiel herauskommt. Das heißt, für diesen Konflikt und die Interessen, die da eingegeben worden sind, wird dann beispielsweise eine Verhandlung oder ein Mini-Trial und so weiter empfohlen. Es wird dann auch jeweils beschrieben, was das überhaupt ist. Also was sind diese ganzen Verfahren? Recht hilfreich. Wir verwenden das durchaus auch in der Praxis. Haben das auch schon intern vorher verwendet und würde Sie ermutigen, durchaus noch kritischen Feedback zu geben, wenn Sie das selber mal angewendet haben. Nächste Folie. Es stellt sich dann immer wieder die Frage bei diesen Musterschutzklauseln, gibt es Ergänzungs- oder Anpassungsbedarf? Darauf haben wir eingangs schon mal verwiesen. Und wie gesagt, der Grundsatz, die Faustregel ist, nein, eigentlich nicht, übernehmen Sie einfach die Musterklausel. Aber zunehmend ist es doch so, und das ist etwas, was wir jetzt intensiv verfolgen, dass diese institutionellen Schiedsregeln und die nationalen Schiedsgesetze und immer auch zunehmend diese Softlaw komplexer werden und Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Das haben die Institutionen teilweise schon selbst erkannt, wie Sie hier in diesen Textbausteinen sehen. Da steht dann also, wenn Sie irgendetwas wollen oder irgendetwas nicht wollen, dann ändern Sie bitte Ihre Musterklausel wie folgt. Und diese verschiedenen Optionen und viele davon sind nicht so öffentlich bekannt wie jetzt zum Beispiel das beschleunigte Verfahren bei der ICC. Diese Optionen und Möglichkeiten, also was will ich jetzt eigentlich in diesen Schiedsregeln und diesen Möglichkeiten, die sollte man beachten und sollten beratende Anwälte durchaus auch schon in der Vertragsverhandlung berücksichtigen. Und da wäre es natürlich schön, wenn es Tools gäbe. Es gibt schon eins immerhin, das Baker McKenzie letztes Jahr rausgebracht hat. Die WIPO hat auch eins. Und sicherlich arbeiten auch gewisse Unternehmen schon daran, das intern zu machen. Aber es gibt mittlerweile so viele Dinge zu beachten und Wahlmöglichkeiten, dass hier eine Elektronisierung sich wirklich anbietet und aufdrängt. Also ich bin mir sicher, da werden wir noch einiges erleben in den nächsten Monaten und Jahren. Nächste Folie. Ja, Dimitri, bitte. Im Interesse der Zeit ganz kurz, Vorsicht ist geboten bei einseitigen sogenannten asymmetrischen Klauseln. Diese werden in manchen Rechtsordnungen für unwirksam gehalten oder auch angepasst von Gerichten. Hier gibt es also keinen internationalen Konsens. Bei einseitig, damit ist gemeint, dass eine Partei ein Wahlrecht hat zwischen der Einleitung eines Schieds- oder Gerichtsverfahrens, während die andere Seite diese Option nicht hat. Und dann auch nur ganz kurz die Streckung der Schiedsvereinbarung auf Dritte. Diese ist gegeben bei Gesamtrechtsnachfolge und Einzelrechtsnachfolge, zum Beispiel Abtretung und Vertragsübernahme. Es gibt auch ein Konzept, nennt sich Group of Companies Doctrine, stammt aus Frankreich. Da wird gesagt, wenn das Mutterhaus die absolute Kontrolle über die Tochtergesellschaft hat, inklusive der Vertragsverhandlungen, so kann die möglicherweise auch die Wirkung der Schiedsklausel auch auf die Muttergesellschaft erstreckt werden, obwohl sie den Vertrag nicht unterzeichnet hat. Und auch in England gibt es ein ähnliches Konzept, Piercing the Corporate Veil. Wenn eine Tochtergesellschaft nur quasi zum Vorwand verwendet worden ist, kann es sein, dass die Schiedsklausel dann auch auf die Muttergesellschaft Anwendung findet. James?
Hier ist noch die Frage. Die Frage war, wann würden Sie von Schiedsverfahren abraten? Und es gibt ungefähr diese vier Fallgruppen. Also die wichtigste für mich scheint besonders die Sachverhalte ohne Auslandsbezug. Da würde ich dem grundsätzlich auch mal zustimmen, dass da, je nachdem, wie die staatliche Gerichtsbarkeit ist, aber da, das sehen wir eigentlich auch so, dass das, da kann das staatliche Gericht dann wirklich die bessere Option sein. Bei Mehrparteienkonstellationen kommt es darauf an, wenn man von vornherein schon weiß, dass da was streitig werden könnte, dann kann man die Schiedsklausel ja so gestalten, dass es dann auch zu einem gemeinsamen Verfahren kommt oder man kann zumindest gleichlautende Schiedsklauseln entwerfen. Das heißt, da würde ich eher sagen, es kommt darauf an. Bei geringem Streitwert würde ich es eher nicht, bejahen, denn man weiß das vorher natürlich nicht, es sei denn, man weiß den Vertragswert, da kann man es vielleicht noch, daran kann man es festmachen, aber man weiß es vorher nicht und dieselben Faktoren, die für Schiedsgerichtsbarkeit sprechen, die gelten eigentlich auch bei kleinen Verträgen, jedenfalls in diesem bei Auslandsbezug. Also würde ich differenziert sehen, aber ich denke, das haben die Teilnehmer auch differenziert gesehen, das sieht man an der nächsten Folie. Da gibt es recht diverse Antworten. Also pauschale Antworten sind schwierig, ist schon richtig. Wir werden in den nächsten Tagen die Umfrageergebnisse dann auch veröffentlichen. Wir können jetzt nicht jede Antwort vorlesen, aber Sie haben dann die Möglichkeit, sich damit vertraut zu machen. Wir überspringen mal all diese Antworten. Gut. Schritt und Zeit. James, möchtest du ein paar Beispiele? Ja, jetzt haben wir noch ein paar Beispiele aus der Praxis, anonymisiert. Niemand sollte sich angesprochen fühlen und diese Fehler können allen passieren, aber natürlich nicht den Teilnehmern dieses Webinars. Ist aber noch eine schöne jetzt vielleicht Belohnung dafür, dass Sie die 5 oder 10 Minuten länger geblieben sind. Also hier ist eine, ist übrigens alle auf Englisch, oft auch in inländischen Verträgen wird Englisch verwendet, das ist einfach so. Hier wird also the President of the German Federal Supreme Court als Vorsitzender benannt. Keine gute Idee, denn es stellt sich schon mal die Frage, wer ist damit überhaupt gemeint? Also der jetzige Präsident, der damalige Präsident. Und viel wichtiger eigentlich, die Person hat grundsätzlich sehr wenig Zeit, sollte man jedenfalls hoffen und ist auch so. Steht für solche Sachen eigentlich nicht unbedingt zur Verfügung, abgesehen davon, dass es auch noch ein Richtergesetz gibt, das das einschränkt. Also keine gute Idee, jemanden namentlich oder auch in der Funktion zu benennen. Hat zu großen Problemen geführt in der Praxis, so wie ich mir das habe sagen lassen. Hier ist ein weiteres Beispiel. Hier wird verwiesen auf Fast Track Dispute Resolution, according to the ICC Rules. Und leider gibt solche Regeln nicht. Also die sind jedenfalls, es gibt verschiedene Regeln der ICC, aber diese gibt es jetzt ausgerechnet nicht. Man könnte natürlich jetzt spekulieren, was genau damit gemeint ist, aber das sollte man nicht tun müssen, sondern es sollte immer auf bestehende Regeln Bezug genommen werden. Der nächste, den kannst du beschreiben, Dimitri. Ja, das ist auch eine Schiedsklausel, die mir begegnet ist. Also ich habe das rot markiert. Also aus meiner Sicht ist es eine eindeutige Übersetzung aus einer anderen Sprache, die so wenig Sinn macht. Zum Beispiel ganz unten Arbitration, aber gleichzeitig auch Low Courts, also dann doch Gerichte. Also man weiß nicht, ich wüsste nicht viel damit anzufangen. Das ist stark verbesserungsfähig, diese Formulierungsoption. Ja. Hier ist eine Klausel, die bezieht sich auf Commercial Arbitration Rules of the German Commercial Arbitration Board. Das gibt es nicht, die Institution. Also es sind wirklich relativ elementare Dinge, aber die richtige Institution zu bezeichnen, ist ganz, ganz wichtig. Sonst streitet man sich darüber und landet am Ende vielleicht doch vor dem staatlichen Gericht, was man gar nicht wollte. Das nächste Beispiel, hier sieht man verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten. Relativ lange Klausel, aber unterstrichen sind mal die man hier erwähnen könnte. Es wird zum Beispiel ein Richter oder ein ehemaliger Richter wird hier als Schiedsrichter benannt, nicht unbedingt vorteilhaft. Also das ist eine Wahl, die man natürlich schon treffen kann, aber vielleicht einfach offen lassen sollte. Aber ganz wichtig hier, dass die Entscheidung innerhalb von 30 Tagen erfolgen muss. Das ist wirklich ganz heikel. Ein Schiedsspruch in 30 Tagen ist fast praktisch unmöglich und könnte also zu ziemlichen Verwerfungen führen. Auch die anderen Bestimmungen sind verbesserungswürdig, auf die gehe ich erstmal nicht im Detail ein. Die nächste Folie ist vielleicht noch ganz zum Schluss. Hier war wirklich, hier kann man nur sagen, hätte ich auch gerne mal so vereinbart, aber ist natürlich nicht richtig vernünftig hier. Haben sich die Parteien darauf geeinigt, dass wenn der Entscheid des Schiedsgerichts auf sich warten lässt, die Gerichte Deutschlands
non-exclusive zuständig sein soll. Also wie gesagt, man hat Sympathie für den Autor, weil wenn man mal auf so einen Entscheid eines Schiedsgerichts länger warten muss, dann ist das schon frustrierend, aber diese Klausel ist wirklich nicht empfehlenswert. Also mit etwas leichter Kost haben wir hier jetzt diesen Parcours beendet. Dimitri, bitte, ich übergebe an dich für ein Schlusswort. Hier haben wir unsere Kontaktdetails eingeblendet. Gerne können Sie auf uns zukommen mit bilateralen Fragen per E-Mail oder auch telefonisch. James, haben wir noch 2-3 Minuten, um die eine oder andere Frage zu beantworten? Ja, gerne. Also wenn diejenigen, die noch Interesse haben und noch teilnehmen möchten. Ja, zum Beispiel darf ich jetzt aus der Chatbox vorlesen, welches sind die Gründe, warum sich die CETAG bislang noch nicht so etabliert hat. Das bezieht sich auf eine Aussage von dir im Webinar. Ja, ich hoffe, dass du mir zustimmst, weil ich hoffe, du kannst auch ein paar Gründe nennen. Ich kann aus meiner Sicht einige nennen. Also ich glaube, CETAG wird noch als sehr chinesisch wahrgenommen, also immer noch als sehr lokal. Das heißt, aus denselben Gründen, warum sich die DIS im Ausland schwer tut, tut sich CETAG außerhalb von China schwer. Das zweite ist, wie soll ich sagen, so ein bisschen die einschränkenden Elemente der Schiedsordnung. Also du hast, glaube ich, darauf verwiesen, diese Default-Regelung auf chinesische Sprache. Ich glaube, es gibt auch einen geschlossenen Pool, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder war es zwei jedenfalls mal so. Es gibt gewisse Bestimmungen in der Schiedsordnung, die auch nicht ganz so modern sind, und es bestehen, naja, wie soll ich sagen, Bedenken, Vorbehalte gegenüber der Verwaltung in China, und man weicht dann lieber auf ein System aus wie Hongkong oder Singapur, wo die Ersatzbenennung, also wenn ein Schiedsrichter benannt werden muss, es dann jemand ist, der wahrscheinlich mehr Bezugspunkte zu westlichen Rechtssystemen hat. Dann hat uns noch eine folgende Frage erreicht. In welchen Schiedsordnungen ist die Vertraulichkeit nicht institutionell gewährleistet? In manchen, also die prominenteste ist die ICC. Das hat sich, glaube ich, auch, wird sich jetzt auch nicht ändern. Es wird gerade über eine Revision nachgedacht. 2020 kommt die wahrscheinlich raus, noch dieses Jahr, aber das wird, glaube ich, nicht verankert. Also ICC ist die bekannteste. Kennst du noch andere jetzt spontan? Spontan nicht, aber da stellt sich für mich auch die Frage, was genau ist mit Vertraulichkeit gemeint? Die Vertraulichkeit der Mitarbeiter, der Schiedsinstitution, der Schiedsrichter, oder was kann man unternehmen, wenn eine Partei dann mit Details an die Presse geht? Das sehe ich auch so, das stimmt. Ja. Das sehe ich auch so, aber es ist schon wichtig, ob es überhaupt so eine Bestimmung gibt. Also ich kenne ein, zwei regionale Organisationen, in denen es auch nicht der Fall ist. Das würde ich jetzt nicht benennen, aber es gibt die. Also es ist dann schon wichtig, wenn es darum geht, genau, solche Leaks zu verhindern. Ob man das dann wirklich kann, ist dahingestellt, aber eine Bestimmung ist schon hilfreich. Und wenn die Regel das nicht enthält, dann sollte man es in die Schiedsklausel aufnehmen. Ja, dann eine häufige Frage, ab wann lohnt sich eigentlich eine Schiedsklausel, ab welchem Streitwert? Kann man das so pauschal sagen? Ja, das hatten wir vorhin. Ich glaube, nein, also weil man den ja vorher nicht weiß. Wenn man den Vertragswert weiß, dann vielleicht schon, dann kann man sagen, unter einem gewissen Wert lohnt es sich nicht, aber ich zögere sehr, diesen Wert zu definieren. Wahrscheinlich liegt er irgendwo unter 1 Million oder unter 500.000. Das sind signifikante Beträge für viele Unternehmen, auch für unseres, aber im sechsstelligen Streitwertbereich stellt sich schon immer die Frage, ob es sich dann auch wirklich lohnt. Das kann aber im Einzelfall durchaus der Fall sein. Wenn Sie recht haben und wenn Sie einem Betrag nachlaufen müssen, dann müssen Sie ein effektives Rechtsverfolgungsinstrument haben. Und das ist nun mal die Schiedsgerichtsbarkeit, jedenfalls bei grenzüberschreitenden Verträgen in der Mehrzahl der Fälle. Ja, dann vielleicht noch eine letzte Frage, bezieht sich auf die Schiedsrichterernennung. Wie kann man in Erfahrung bringen, welche Schiedsrichter über die notwendigen Qualifikationen und Fachkenntnisse für einen bestimmten Fall verfügt? Ja, vielleicht kannst du da auch etwas dazu sagen. Ich weiß, du hast auch viel Erfahrung natürlich in dem Bereich. Das ist eine sehr schwierige Frage. Das ist ein echtes Unverhältnis, sagen wir mal, zugunsten der Schiedsszene, wo also die Kanzleien Insider-Informationen haben. Sicher auch ein Grund dafür, dass man als Unternehmen sich für eine kompetente Kanzlei entscheidet, damit man dieses Wissen abzapfen oder anzapfen kann. Wir sind damit auch nicht ganz zufrieden, dass so wenig Transparenz herrscht und die Dienstleistung Schiedsgerichte so, sag ich mal, unbekannt und unerforscht ist. Das ist in manchen
Also in mancher Hinsicht ist das natürlich anders bei diesem Investitionsverfahren. Da können Sie jeden Schiedsspruch fast lesen, da können Sie Profile erstellen lassen, übrigens auch professionell von Unternehmen mittlerweile über Ihren Schiedsrichter, die Ihnen also alles zu diesem Schiedsrichter oder dieser Schiedsrichterin sagen, dass Sie, was Sie je wissen wollten. Bei der Handelsschiedsgerichtsbarkeit herrscht da leider sehr viel Intransparenz. Deswegen sind da meines Erachtens die Institutionen gefragt, für mehr Transparenz zu sorgen, sei es, was schon geschehen ist durch die Bekanntmachung von Ernennungen. Also die ICC und die WIAG machen das, immer noch sehr benutzerunfreundlich, aber man kann auf die Website gehen und sich anschauen, wer als Schiedsrichterin oder Schiedsrichter sitzt bei der ICC seit 2000, ich glaube 18, 16. Und das ist schon viel Information, weil man sieht zum Beispiel, wer sitzt mit wem, wer benennt wen, wer wird von einer Institution benannt. Und das ist alles, das sind wertvolle Informationen. Und ich finde, ein bisschen mehr Transparenz in dieser Hinsicht würde allen gut tun. Aber sonst kann ich nur sagen, Netzwerke, also innerhalb von Unternehmen, da gibt es diesen Roundtable zum Beispiel, der BUJ überlegt jetzt eine oder hat eine Fachgruppe ins Leben gerufen zur Dispute Resolution. Also da würde ich Sie einladen, auch teilzunehmen. Verschiedene Institutionen bemühen sich mehr um ihre Kunden. Das ist auch sehr erfreulich. Zum Beispiel die ASA, der ich ja jetzt ein Mitglied bin, die möchte ein User Committee ins Leben rufen. Die DIS hat das auch schon getan. Der Gedanke dahinter ist natürlich schon, auch den Unternehmen mehr Informationen zukommen zu lassen über diese Schiedsrichter. Ich glaube, da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren. Das war jetzt eine lange Antwort ohne eine konkrete, Information, aber ich hoffe, es hilft trotzdem weiter. Auch die DIS hat eine Liste von Mitgliedern auf ihrer Webseite. Da können Sie sich die einzelnen Mitgliederprofile auch anschauen. Und wie James erwähnt hat, ICC und auch WIAG in Wien veröffentlicht die Namen der Schiedsrichter. Da kann man schauen, wer alles zur Verfügung grundsätzlich steht. Wir haben noch einige Fragen zu konkreten Formulierungen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, auf diese Formulierungen hier einzugehen. Wir kommen gerne auf diejenigen zu per E-Mail. Sie können uns auch unter den angegebenen E-Mail-Adressen in den nächsten Tagen gerne kontaktieren. Die Umfrageergebnisse werden in Kürze veröffentlicht. Gerne machen wir Sie darauf noch per Sondermail darauf aufmerksam. Entschuldigen Sie. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie so lange dran geblieben sind. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir kurz überzogen haben. Wir hoffen, dass Sie es hilfreich fanden und gerne bis zum nächsten GTAI-Webinar. Vielen Dank. Vielen Dank auch meinerseits. Schönen Tag noch. Dann auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank an die heutigen Referenten, Herrn Menz und Herrn Marenkow, für diese Einblicke in die Gestaltung von Schiedsklauseln in internationalen Verträgen. Wie bereits eben erwähnt, alle Fragen, die heute nicht beantwortet werden konnten, beantworten unsere Referenten sehr gerne im Nachgang per E-Mail. An dieser Stelle möchte ich mich dann aber auch ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Nochmals der Hinweis, Sie erhalten im Anschluss an dieses Webinar eine E-Mail mit einem Link, unter dem Sie sich die heutigen Präsentationsunterlagen herunterladen und sich auch die Aufzeichnung des Webinars noch einmal ansehen können. Nun möchte ich noch kurz die Gelegenheit nutzen, um auch auf unsere weiteren Produkte hinzuweisen. Die Reihe Recht Kompakt bietet einen ersten Einblick in das jeweilige ausländische Rechtssystem und hält insbesondere Informationen zum Gesellschaftsrecht sowie Arbeits- und Aufenthaltsrecht bereit. Wenn Sie über aktuelle Rechtsentwicklungen im Ausland informiert bleiben möchten, so abonnieren Sie gerne unseren Newsletter Recht. In unseren Linklisten haben wir die für das Auslandsgeschäft wichtigsten ausländischen Gesetze übersichtlich für Sie zusammengestellt. Das Portal 21 gibt zudem Rechtsinformationen zu allen europäischen Mitgliedstaaten. Unsere Produkte stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich informieren wir Sie auf unserem Twitter-Account gtai-recht über rechtlich relevante Aspekte Ihres Auslandsgeschäfts. Und auch auf LinkedIn halten wir Sie auf dem Laufenden. Folgen Sie uns gerne. Abschließend möchte ich auch noch gerne auf unsere anstehenden Webinare hinweisen. Das nächste Webinar findet am 24. Juni statt und befasst sich mit Rechtsfragen im Geschäftsverkehr mit Aserbaidschan und Kasachstan. Es werden rechtliche Rahmenbedingungen und aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsrecht der beiden Länder beleuchtet. Am 21. Juli bringen wir Sie im Rahmen unseres inzwischen sechsten Updates auf den neuesten Stand in Sachen Brexit. Denn das Ende der Übergangsphase rückt mit großen Schritten näher. Mehr Informationen zu unseren zukünftigen, aber auch zu vergangenen Webinaren erhalten Sie unter der angegebenen Webseite. Dort finden Sie vor allem auch die Aufzeichnung vergangener Webinare. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.